Hallo und herzlich willkommen zur 165. Folge von Project Unstable 4. Ja, heute machen wir, was ich angekündigt habe. Bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das alles denke, aber wir versuchen heute mal die Inscriber zu machen. Das ist so der Plan für heute. Und, ja. So, lass mal gucken, habe ich überhaupt noch Kabel? Machen wir hier nochmal. Warte, wir machen mal nochmal 20 davon. So. Okay, gut. Plan ist folgender: Erstmal mache ich hier die Wand nochmal ein bisschen. Ich bin bescheuert. Ich bin so bescheuert. Ich hasse es, Weira. Ich hasse es, Weira. Ich habe Angst. Bitte geh nicht kaputt. Problem war, es war ein HV, ne? Das heißt, den kann ich nicht so schnell machen. Nein! Warum? Ich hasse es. Ich hasse es. Ach, Mann. Ich hasse es wirklich. Jedes verdammte Mal schaffe ich das. Ach, Mann. Haben wir noch Bronze? Und dann Bronze Plate, okay. Forge Hammer. Okay. Einmal das Ding. Einmal das Ding. Habe ich jetzt einen gemacht? Circuit. Ich mache nochmal zur Sicherheit ein. Weiß es nicht. Ja, ich hatte einen gemacht, egal. Ach man. Ich schaffe es aber auch immer wieder. So. Fixed. Alles okay? Warum nutzen wir mit einmal 100 EU mehr? Achso, wir sind Stores immer weniger. Jetzt sind wir wieder voll. Moment. Wir jetzt mal. Jedes Mal, wenn ich irgendwas abbaue, passiert irgend so Mist. Okay, das Ding läuft noch ganz normal. Da hinten, das geht auch nicht an. Die Frage ist halt, nimmt der hier was raus? Ich sollte vielleicht ja auch nochmal irgendwie was machen, was dann mir anzeigt, dass er was rausgibt. Also im Endeffekt einen MFE. Okay, wir brauchen Energy. Und 4 Stück. Dann bräuchten wir theoretisch noch ein bisschen mehr Goldkabel. Oh, wir haben Stack Goldpowder. Warum ist es nicht hier drin? Achso, weil ich immer ein Stack buffer. Ich bin bescheuert. Okay. Lasst mich. Okay. Ich werde mal gucken, ob ich das dann noch anschließe, weil normalerweise stand hier immer ein Minus und ich bin mir jetzt unsicher, ob das alles so. Nee. Ich glaube, das ist wirklich insgesamt jetzt der Strom vom E-System. Es wird schon irgendwie stimmen. Okay, also ich baue jetzt von hier ab. Weil ich es sonst wieder schaffe. Manchmal baut das Ding einzelne Blöcke ab. Manchmal kriegst du es hin. Manchmal ruppt da hier wirklich die halbe Wand komplett raus. So. Okay. Egal, wir brauchen halt ein bisschen Platz nach hinten, damit wir es jetzt aufbauen können. So, und dann ist die Idee gewesen, dass wir, wenn ich jetzt den Scriber nicht weggepackt hätte, dass wir den Scriber so bauen. Also, so. Das heißt, wir haben 4 Inscriber nebeneinander. Das wären die ganzen Input-Sachen. So, dass wir davon auch mehrere machen können. Und eigentlich könnten wir das vielleicht sogar direkt machen, dass wir sagen, wir machen mehrere Inscriber schon mal. Und dass wir es einfach komplett schon mal hochballern aufs das, womit ich halbwegs dann zufrieden bin. Das heißt, wir brauchen mehr Acceleration Cards und wir brauchen mehr Inscriber. Inscriber. Okay, wir brauchen noch Sticky Pisten. Badabadam, 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 badabadam. So, machen wir 5? Ja, da haben wir von allen dann erstmal 2. Ich glaube, das ist ganz gut. Acceleration Cards. Wie viele davon haben wir noch von? Card.
6. Ja, ich glaube, wir machen die dann, wenn wir es soweit fertig sind. Das ist schon das Beste. Ich habe jetzt überlegt zu errechnen, wie viel ich brauche und wo ich noch alles, was ich brauchen könnte, aber. Naja. So, Vorteil ist, wir können das alles so nebeneinander bauen. Mit der Automatisierung, die ich davor habe. Weil an die Dinger müssen wir ja nur von einer Seite ran. Das ist hinten. Gut. Deswegen ging das auch damals mit Conduits so leicht. Du konntest einfach hier Conduits dran setzen mit Import und Export einfach auf unterschiedliche Farben und hast es dann ganz einfach gemacht. Aber wir machen das nicht so, wir machen das mit Storage-Bus. Storage-Bus. So. Klack, 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 klack. Klack, klack. Klack, klack. Okay. Habe ich noch mehr Press? Press? Gott, hallo? Ich kann heute nicht mehr schreiben. Okay, wir nehmen mal Eisenblöcke. Nein, das ist hin. 1, 2, 3, 4. Den brauchen wir. Ich nehme mal nochmal einen Inscriber, baller den mal hier irgendwie an den Strom dran. Und dann brauche ich mal alle Pressen nochmal. Verdoppel ich nochmal die Pressen. Dann packen wir die schon mal rein. Das ist eine. Das ist dann die zweite. So. Das ist die dritte. So. Und das ist die letzte. Weiß. Warum? Warum hat er mir jetzt nochmal eine Engine... Ich hab nicht ausgetauscht, ne? Ich bin doof. Okay, ich bin doof. So. Verdammt. Weg. So, okay. Gut, komm her. Dankeschön. So, die Storage-Bus habe ich ihn dran. Wunderbar. Dann können wir jetzt mal sagen, was wir jetzt drin haben wollen. Wir wollen hier und hier die Calculation. Hier und hier Engineering, hier und hier Silicon und hier und hier, hier und hier Logic. Huch! Ich finde es schön, dass es mittlerweile wieder drinnen gerendert wird. Huch, nein, wollte nicht. Wenn ich jetzt hier irgendwas reinschifte, wird es da drinnen schön angezeigt, das ist schön. Das gefällt mir. Okay, gut, dann haben wir das. Cable. Wir machen das auch mit Farmen diesmal, sodass wir es einfach nebeneinander machen können. Und machen das praktisch zu kleinen Netzwerkchen. Ich meine, es sind jetzt genau 8 Channel, aber wir brauchen halt mindestens noch einen, um von oben drauf zuzugreifen. Das heißt, wir könnten eigentlich immer Zweierblöcke vielleicht machen. Das ist vielleicht gar nicht so doof. Und sollten wir später mal mehr machen wollen, also wir könnten noch einen Zweierblock mehr machen. Also, hatte ich noch einmal hier oben mehr dran machen. Ja. Also wir können noch eine Reihe drüber setzen. Mehr geht da nicht. Sollte aber reichen. So, dann nehmen wir mal weiß vielleicht. Machen das einmal weiß. Nehmen einmal schwarz noch. Machen das einmal schwarz. Wir haben nicht mehr genügend Zeug. Chest. Heavy Chest. Metro Ball. Dye. Ne, okay. Ink. Ne, okay. Black. Black Floral Powder. Geht. Okay. Achso. Das ist halt, was ich an dem Ding hasse. Du kannst nicht einfach sagen, okay, ich möchte jetzt ein. Ich möchte, dass es praktisch unendlich wird, was da rauskommt, sondern nein, es ist immer so gemacht, dass es dann nur die Anzahl Items, die im Crafting Table liegen, dass die auch genutzt werden können. Okay, das ist doof. Dreh dich bitte zur Seite, Crafting Table. Okay, wir drehen dich manuell. Mann. Moment. Nein.
besser. Okay, Bub. Oh, Bub. Wir haben kaum noch Rot. Weiß sollten wir vielleicht auch nochmal machen. Dann mache ich nochmal hier einmal eine Kugel mit White. Achso, nicht White. Bone Meal. Bone Meal. What the fuck? So. Was noch rein? Ich kann ja nicht die Amy Chest hier oben stehen lassen, so. Dass wir mal wieder ran können. Beziehungsweise eigentlich nicht da. Wo ist hin? Da. Okay, ja, das machen wir dann mal irgendwann. So. Können wir ja mal das stehen lassen. Ach nee, doch nicht. So. Okay, dann machen wir das alles so. Dann, wie gesagt, wir planen noch eins ein, dass wir noch eins machen können. Also einmal hier ist nochmal schwarz und weiß. So. Und dann brauchen wir hier zwei Interface. Interface. Hier, hier. Storage-Pass, Storage-Pass. Okay. Wunderbar. Die verbinden wir. Und das ist jetzt praktisch unser oberes Netzwerk dann. So, und da könnten wir dann eigentlich... Jetzt ist halt die Frage, wie wir die oberen Inscriber machen. Ich würde sagen, so, dass wir vielleicht bis zu 4 aufstellen können. Und das in einer horizontalen Linie. Also, dass wir praktisch einmal hier so komplett quer rüber gehen vielleicht. Also hier rüber und dann nach hier hinten weg. Vielleicht gar nicht so schlecht. Also halt so. Das bedeutet, wir brauchen halt ein Kabel hier davor. Was kein Problem ist, weil Channel gehen nicht durch Inscriber durch. Inscriber nehmen nur Strom auf. Das heißt, das funktioniert alles so. Wir können hier dann den Inscriber reinballern. Wir brauchen nach hinten noch. Für Storage Pass, also ich brauche mehr Kabel. 20. Sollte hoffentlich reichen. Also so und so. Nee, die Channel gehen durch, das gefällt mir gar nicht. Okay. Das ist nicht gut. Okay, dann müssen wir hier ein bisschen Quarzkabel nehmen. Beziehungsweise gehen sie ja gar nicht. Hier unten kommen ja dann. Ah, ich bin doof. Hier unten kommen ja dann noch Dinge wie Storage Pass und so weiter rein. Also müssen wir einfach nur nach hier unten Anchor dann aufstellen. Also einmal nach hier unten Anchor. Das ist alles, was man braucht, damit wir hier unten die nächste Reihe der Inscriber dann später vielleicht noch hinbauen können. Aber sich das nicht verbindet. Und dazu machen wir noch Folgendes. Wir machen das nochmal in einer anderen Farbe. Wie wäre es mit Cyan? Mit einem schön die Augen sticht. So. Und so. Okay. Gut. Ich überlege gerade, ob ich es noch irgendwie schöner machen kann, aber mir fällt es jetzt nicht ein. Ne, muss so sein. Ne, geht nicht anders. Okay. Gut, dann kommen wir hier hinten nochmal Storage Pass dran, von denen ich jetzt nur noch einen habe. Toll. Egal, machen wir einen. Einen Ding, wenn es mal fertig. Beziehungsweise, Mensch. Storage Pass, kann ich noch welche machen? 3? Oh, 3 kann ich noch machen, wunderbar. Hey, uns gehen langsam wirklich die Plattendinger da aus. Moment, ich wollte es da eigentlich anders machen. Ich überlege gerade, wollte ich es nicht so machen, dass ich ein Interface habe? Indem ich die ganzen Grunddinge immer speichere? Und dann davon importiere? Das heißt eigentlich, dass... Oberen Netzwerk hier muss gar nicht das untere Netzwerk kennen. Das muss hier nochmal ein anderes Netzwerk werden. Okay, dann machen wir das so, dass wir das hier weiß färben. Huch. So. Ich frage mich auch gerade, warum zwei Channel benutzt. Achso, weil das Ding hier verbunden ist. Okay. Machen wir das auch nochmal weiß. So. Und dann machen wir das nämlich so, wie ich mir das denke. Und zwar: Das Rezept. Die Rezept-Items ballern wir hier in die Mitte rein. So. Ballern wir alle da rein. Und die werden dann je nachdem
von diesem Input-Interface aufgeteilt. Das heißt, wir haben nach hier oben noch einen Spot. Nach hier oben noch einen Storage-Bus. Ja. Problem ist, wir brauchen trotzdem noch einen Export-Bus. Fällt mir gerade auf, oder? Brauchen wir einen Export-Bus? Wenn wir das mit Storage-Bus machen? Wenn wir jetzt... Wir haben einen Storage-Bus für Redstone, einen für Silicon und einen für die Input-Sachen sowie dann Output. Fertig. Ne? Logisch. Und den Output müssen wir dann theoretisch in ein Interface leiten. Was dieses Netzwerk kennt. Und dann müssen wir eigentlich da exportieren dann wieder ins Haupt-MES-System rein. Okay, ich probiere es einfach mal. Ich kann nicht versprechen, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das denke. Aber ich möchte gerne eigentlich auf Import- und Export-Bus so gut es geht halt verzichten. Ich weiß nicht warum, aber ich möchte es einfach mal machen. So, einmal hier, hier, hier. Ist hier drüber mit den anderen Inscriber erstmal noch verbunden, das ist alles okay. Später müssen wir dann halt hier hinten einmal so eine Kabeltrommel rumlegen. Und gut ist. Gut, die Storage-Bus sind verbunden. Dann müssten wir theoretisch jetzt noch bestimmen, was in die Storage-Bus rein kann. Also, oder wir testen es einfach mal, ob es so funktioniert, würde ich sagen. Hier oben haben wir ja sehr viele Storage-Bus. Wir haben ja hier 3, 6, 9, 12. Also wir müssen eigentlich auch hier zwei Subnetzwerke machen, fällt mir gerade auf. Das heißt, ich müsste sagen, okay, die hinteren beiden sind, was weiß ich, wieder schwarz. Oder wir machen es so wie unten. Weiß. Und hier vorne die beiden sind schwarz. So. Pop, pop. Und das sind jetzt, wie viel waren das jetzt? 6, ne? Gut, aber hier kommt ja nicht mehr dazu. Das heißt, wir machen die, da es 6 sind, können wir hier auch nochmal 6 machen und können das Output-Interface noch mit einrechnen. Das heißt, wir haben ein Interface, was praktisch zwischen den beiden hier funktioniert. Also praktisch, dass wir einen Storage-Bus in diese Richtung haben. Dann geht hier ein Channel weg, hier geht noch ein Channel weg, wir haben hier noch einen Channel übrig und der Channel ist das Output-Interface. Ganz einfach. Sagte er und verhaspelt sich noch 20 Mal. So, probieren wir, können wir nochmal 3 machen? Nein, jetzt geht's los, okay. Kann ich noch einen machen? Einen kann ich noch machen. Ja. Okay, habe ich noch ein Interface. Ich habe noch ein Interface sogar. Wir werden das halt mal testen, wie es erstmal an und für sich funktioniert. Das komplette Ding jetzt. Das heißt, ich packe das mal Storage Bus. Nein! 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 Warum ist das nicht? So. Ich werde jetzt erstmal ganz kurz testen, ob das so funktioniert. Das heißt, wir packen hier einmal ein Interface hin. Nehmen einmal Quarzkabel. Wo ist Quarzkabel? Habe ich kein Quarzkabel mehr? Glaube ich noch Quarzkabel. Quarzkabel. Eins habe ich noch. Okay. Ich meine, wir könnten hier, müssen wir eh später noch rumgehen. Das kann ich ja auch gleich machen. Dann kriegen wir den Strom schon mal da rein. Ist das alles schon verbunden? Bisschen doof, Mensch. Weit. So. Okay. Ich brauche noch mehr Quarzkabel. Ich hasse das mit dem Z suchen. Dass das hier immer anspringt. So. Ah, ich habe so Schiss, dass es am Ende nicht funktioniert. So. Okay. Hier mein Quarzkabel hin. Der Vorteil ist, wir können den Strom gleich von hier nehmen. Wir haben hier indirekt ja unsere Stromquelle, also nutzen wir einfach hier die unendliche. Was wollen wir anders machen? Funktioniert aber super. Okay, gut. Und dann müssen wir jetzt hier noch ein Quarzkabel hinpacken. Bup. Gern. Gern. Lass. Lass. Danke. Okay. Brauchen wir überhaupt einen Storage-Bus? Moment.
Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Wir machen hier einen Storage Bus, wir packen die Items da oben rein. Von hier. Das ist aber bescheuert. Wir müssen eigentlich hier... Wir brauchen Interface. Brauchen eigentlich ein Interface. Nehmen wir doch das hier. Nehmen wir doch das hier. Das Problem ist, ich habe mich im Channel um einen verkalkuliert. Denn wir brauchen noch einen Import-Bus. Aber das werdet ihr dann gleich wahrscheinlich sehen. Ich meine, wir können den Storage-Bus komplett weglassen. Dann können wir es nur mit einem Interface machen. Das könnte vielleicht funktionieren. Dann lassen wir eine Storage-Bus-Interface-Kombination weg. Und machen hier einen Import-Bus hin. Der halt alles importiert und dann speichert. Geht auch. Geht genauso. Ah, nein! Lass mich. Okay. Folgendes, wir machen das mal weg. Das mal weg. Okay. Wir probieren jetzt erstmal, ob das soweit funktioniert. Also, wenn ich das Gold nehme, ob er es praktisch schon mal richtig aufteilt oder nicht. Nein. Okay. Wir müssen definieren. Alles klar. Das war, was ich wissen wollte. Calculation. Wo ist denn hier die Logic? Hier ist die Logic. Gold. Gold. Dann brauchen wir Silicon. Silikon. Ich mache jetzt mal hier ein bisschen weg. So, ist das Silikon? Das ist Silikon, okay. Silikon. Silikon. Das Ding hier sind... Okay, Engineer, also tun wir erstmal Pure noch. Pure. Und Diamant. Haben wir zum Glück ein paar. So, das war jetzt... Nochmal. Okay, das war Diamant. 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 Pure. Pure. Okay. Wunderbar. Also, es sollte jetzt theoretisch funktionieren, dass ich jetzt sage, hey... Interface, boom. Und auch nochmal 16 hiervon. Boom. Das sollte funktionieren. Es hat jetzt natürlich noch keinen Strom. Das müssen wir noch vielleicht irgendwie ändern. Ich meine, wir könnten. Ich mach's mal folgendermaßen. Ich setze erstmal hier so Kabel hier hinten lang. Können wir dann später noch wegnehmen. Okay, das funktioniert. Wunderbar. Habe ich noch ein Terminal? Wie gesagt, ich möchte gerne überprüfen, wie das alles funktioniert. Und wir können ja mit dem E-System das relativ gut machen. So, also das Ding ballert sich jetzt hier einmal schön durch. Wir haben jetzt das Zeug hier drin. Können wir das jetzt von diesem Netzwerk sehen? Müssten wir ja eigentlich können. Genau, wir sehen hier die ganzen Rohmaterialien noch. Und wir sehen diese normale Silicon-Sachen. Die Rohmaterialien sind halt die Dinge, die hier drin sind. Das heißt, wir müssten eigentlich ja hier eh definieren am Ende. Gut, es kommt halt drauf an, wie viel wir jetzt definieren müssen. Also ich nehme mal jetzt hier von den Dingern jeweils ein bisschen was raus. Und sag mal, wir wollen ein hiervon. Ein hiervon. So. Okay, dann haben wir das. Wir brauchen noch zwei weitere davon. Wir brauchen noch einen Redstone. Als Definierung, als definierte Sache. Das wird zu wenig. Wir haben nicht genügend Speichermöglichkeiten dafür. Merke ich gerade. Wir brauchen diesen zusätzlichen Channel. Machen wir das. Also eigentlich müsste hier wirklich noch Storage Bus Interface Kombination irgendwie hin. Damit wir die überschüssigen Items von hier auch da reinpacken können. Was wir ja im Moment nicht können, weil im Moment gehen ja immer nur zwei Items. Und dann craftet er es fertig und dann ist es da drin und gut ist. Mal gucken. Okay. Erstmal das. Warum fliegt das immer ins Nirvana? Gottes Willen. So. Okay. An und für sich, der untere Teil hier funktioniert auf jeden Fall. Auch dass es hier reinpackt. Tada. Das funktioniert. Das heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass es hier noch reinpackt.
Das heißt, wir müssen hier den Storage Bus noch definieren. Das heißt, oben kommt das Zeug rein. Unten kommt das Zeug rein. Und hinten kommt Redstone rein. Müssen dann halt nur für oben noch ein paar Dinge definieren. So. Bup, bup. Und jetzt habe ich... Verdammt. Redstone. Nehmen wir das jetzt mit, weil das ist ja im Endeffekt unser Ziel. Dass wir das jetzt praktisch dann irgendwie nutzen können. Habe ich noch einen Storage-Bus? Ja, habe ich noch ein Interface. Ja, ich habe noch ein Interface, okay. Okay. Kriegen wir das irgendwie hin? Bup, bup. So. Okay. Das funktioniert soweit, wenn wir das einfach so anschließen würden. Allerdings bräuchten wir dann halt hier dieses Subnetzwerk auch gar nicht. Bräuchten halt keinen Importbus in dem Moment. Man muss halt wirklich gucken, dass wir hier nicht... Das Problem ist eigentlich diese beiden Sachen hier, die stören mich extrem. Machen wir das. Okay, das funktioniert schon mal. Wir können mehr Storage Spaß machen. Yay! Okay. Ist auf jeden Fall noch so eingeplant, dass wir noch eine zweite Reihe dazu bekommen. Das ist gut. Falls es uns zu langsam geht und wir mal irgendwann wirklich sagen, okay, wir wollen jetzt 30 Storage Spaß oder warum wir auch immer wieder das machen sollten, aber... Die Frage ist nicht, warum wollen wir es machen, sondern warum wollen wir es nicht machen? Okay. Zurück zum Eigentlichen. Wieder da? Hey, okay. Entschuldigung, da war gerade kurzzeitig... Warum haben wir ein zu viel? Habe ich mich irgendwo vertan? Hier ist noch schön Silicon drin. Achso. Okay, wir brauchen definitiv Infoplus. Mit Redstone ist es zwar gut, aber das Zeug nicht. Okay. Also, am besten wäre wirklich Infoplus. Go. Einfach nur, damit wir das Zeug rauskriegen. Irgendwie aus dem Interface. Beziehungsweise vielleicht... Na, wir brauchen Infoplus. So, mal Quarzkäbelchen hin. Go. Go. Super. Okay. Gut, jetzt tut das Ding wenigstens das machen. Und das Ding hat halt wirklich nur ein begrenztes Netzwerk. Das Ding sieht jetzt nur hier das Zeug zum Speichern. Okay, wir haben jetzt hier zwei Channel-Benutzungen. Es kommen noch 6 Channel dazu. Das ist immer so das große Ding. Es kommen noch 6 Channel dazu. Das heißt, eigentlich sind wir hier voll. Das ist doof. Okay, was wir machen könnten. Das könnten wir machen. Warte mal, ich nehme mal hier gleich mal die Dinge hier raus. So, das Ding arbeitet noch. Okay. Storage Bus. Machen wir nochmal ein paar Storage Bus. Go. Go. Go, go, go. Hallo? Oh, wir können nicht... Ah, verdammt, das habe ich ja auch. Nein, ich habe das ja auch weggemacht. Das müssen wir dann auch nochmal unbedingt machen, dass der Charge ein bisschen besser dann auch automatisiert ist am Ende. Weil das ist im Moment so ein bisschen... oder beziehungsweise es war damals, was mich halt gestört hat. Es hat trotzdem Ewigkeiten gedauert. Deswegen werden wir es wahrscheinlich so machen, dass wir jetzt dann 2 hinbauen. 2 Charger. Ja. Problem ist halt wirklich, ich brauche Charge Service Quartz und ich habe es nicht mehr automatisiert, weil ich es weggebaut habe. Können wir vielleicht dahin bauen. Gucken. So. Natürlich war es nicht gecharged. Ich hasse diesen random Effekt einfach nur drin. Egal. Storage Bus. Können wir 2 machen? Oder 3? Ja. Okay. Interface. Können wir 2 machen? Jawohl, wunderbar.
Okay. Gut, dann soll das funktionieren. Denn wir setzen das Ding jetzt einfach zur Seite. Und sorgen dafür, dass wir hier wieder das Dauerspaß-Interface-Kombination haben. Und machen dann halt ein Netzwerk, wo halt wirklich nur Import-Bus, Storage-Bus, Interface. Mehr nicht. Das ist alles. Okay. Jetzt ist nur die Frage. Was wollte ich? Ich wollte Interface holen. Und Storage-Bus. Gut. Dann machen wir einmal das Ding weg. So, war das Ding weg. Okay. Falsch rum. Erst Interface, dann. Das Problem ist, der hat den jetzt gespeichert, ne? Egal. So. Interface. Storage Bus. Hier kann jetzt noch alles mögliche hin. Das funktioniert. Wir müssen halt hier unten nochmal mit einem Kabel ran und das Ding schwarz machen. Ach, das ist schon ein schwarzes Kabel, wunderbar. Boop. Okay, das müsste dann noch verbunden sein, halt. Problem ist, ich weiß nicht, wie das Subnetzwerk jetzt rankommen soll. Ich bin manchmal nicht so überzeugt von meinen Ideen. Wie kriege ich jetzt das Kabel... Verdammt. Das könnte ein Problem werden. Ich überlege jetzt gerade nochmal. Kriege ich das irgendwie anders hin? Ich könnte das noch einen nach weiter setzen. Ich muss dann halt nach unten noch. Theoretisch kann ich alles ja an das Ding mit anschließen. Oder? Kann ich machen. Warte mal. Ich brauch trotzdem zwei Channel. Verdammt. Nein! Es sei denn, ich mache ein Interface, was sich selbst importiert. Was bescheuert ist. Wir brauchen... Ich will keine Schleife reinbauen. Also das Item sind Dauerschleife zirkulieren. Uns fehlt hier wirklich ein Channel. Das ist alles. Wobei wir es theoretisch auch machen. Wir kriegen das hin. Kein Problem, wir kriegen das hin. So, okay. Wir machen es jetzt so, wie ich es ganz am Anfang geplant habe. Das heißt, wir machen hier dann Storage Bus Interface Kombination. Ich mache das mal ganz kurz hier zu initiieren. Tian. So. Wir machen Interface Storage Bus Kombination. Das heißt, wir haben nach hier oben einen Storage Bus und ein Interface. So. Tada. Das heißt, wir greifen auf das obere Netzwerk zu. Wir haben hier dann auch wieder ein Interface dran. Ganz normal, ganz fluffig, knuffig und mit viel Elan. Tada. Genau. Das heißt, das hier ist unser Hauptinput. Hier kommt unsere kompletten Rezept-Items rein. Und das war das. Und dann müssen wir nur dafür sorgen, dass wir einfach hier drinne trotzdem noch definieren, was wir haben wollen. Also diese genannten normalen Press. Diese vier Slots definieren wir dann damit. Und dann müssen wir eigentlich hier oben einfach nur importieren. Kabel hin. Gutes. Das ist eigentlich alles. Und weil hier uns jetzt ein Channel fehlt, müssten wir hier halt sagen, okay, wir machen noch ein Interface. Und wir machen das auch nochmal zu einem... Nein, ich bin bescheuert. Natürlich. So. Wir machen das auch nochmal zu einem Subnetzwerk. Das heißt, wir haben hier wieder ein Interface und ein Storage-Bus. Einzige Problem ist natürlich, jetzt habe ich hier kein Quarzkabel. Das heißt, das Netzwerk ist erstmal tot. Aber andernfalls als das, soll das funktionieren. Quarzkabel mal bitte. Quarzkabel. Bup. Und da nochmal ein Kabel drüber. Das sollte funktionieren. Wie gesagt, wir definieren hier alles. Von jedem Ding einmal. Wir importieren den Mist. Wir haben hier drin da unser Redstone.
Das funktioniert alles, wird alles rausgenommen, wird alles reingelegt. Wunderbar. Greifen hier drauf zu, auf die ganzen Dinger, die auch mittlerweile jetzt leer sind. Nehmen hier das Zeug wieder raus, aufgrund des Storage Bus, weil dieses System hier in der Mitte regelt alles. Packen sie ins Interface rein. Was definiert ist, was nicht definiert ist, ist ja Zeug, was praktisch hier oben rein soll. Das heißt, wir haben dann hier drinnen Redstone noch drinnen liegen und das andere Zeug. Das funktioniert. Was sollte funktionieren? Beziehungsweise, was passiert jetzt hier gerade? Warum nimmt er die nicht raus? Er sollte sie über den Import-Bus rausnehmen. Das ist ein Quarzkabel, da kann nichts passieren. Okay, hier haben wir Interface, hier haben wir Storage-Bus. Storage-Bus geht in das Netzwerk, Storage-Bus geht in das Netzwerk, er soll es hier reinpacken. Warum nimmt das wieder raus? Ist irgendwo noch eine Verbindung, die ich nicht sehe? Eigentlich nicht. Von Channel her passt's. Warum geht das wieder zurück und wie geht es zurück? Das ist, was ich mich gerade frage. Warum geht es zurück? Was? Wie? Das ist jetzt hier schon wieder kaputt. Hier ist nichts verbunden. Das sind alles separate Netzwerke. Wie kann das Item von hier versucht werden, wieder hier reinzupacken? Das macht keinen Sinn. Die Netzwerke sind überhaupt nicht verbunden. Genau das ist halt das Problem. Das ist einfach nur Kacke. Warum passiert das? Warum passiert das? Aber Silicon funktioniert sofort. Du willst mich doch verarschen. Was? Insert only? Insert only. Warum kam das hier unten wieder raus? Ich habe keine Ahnung. Jetzt funktioniert es anscheinend. Okay. Ich würde aber sagen, wir lassen das für heute. Ich habe schon wieder viel zu viel überzogen. Es funktioniert soweit. Wir müssen alles nur da reinballern erstmal in das Interface. An Rezept-Items. Und wir brauchen halt noch eine Möglichkeit, um das wieder auszugeben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich dann noch ein Interface hier oben dran ballern. Hier oben. Welches dann der einfache Output ist. Das heißt, wir haben ein Interface, was hier an dieses Interface zeigt und in das Interface die Items legt für das Crafting und in das zweite Interface kommen dann auch die Sachen von hier. Falls verstanden ist, was das bedeutet soll, irgendwie. Egal. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ja, ich mache das jetzt noch ein bisschen schöner. Nehme ich einmal hier ganz kurz das Netzwerk deaktiviere und das hier mal alles wegmache. Gut, ja. Dann wirklich auf Wiedersehen. Tschüss und bis vielleicht zum nächsten Mal. Wenn ihr Lust habt, Zeit und keine Ahnung, nichts Besseres zu tun. Auf Wiedersehen. Ciao und dann machen wir das Ding fertig. Tschüss.